Yo, was geht Leute, King at the Biss am Start mit dem neuen Video, zwei Videos an einem Tag, what? Heute geht es um die neueste Black Clover Folge, die uns alle überrascht hat. Wir werden über Vengeance reden, über seine multiple Persönlichkeitsstörung, Gründe für seine multiple Persönlichkeitsstörung und ich werde noch ein bisschen über den Kampf reden, was ich so denke, wer gewinnen wird. Let's get it! Ja, Vengeance ist gleich Licht. Das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, Vengeance wäre irgendwie ein Verwandter von Licht oder von den Elfen oder so, irgend sowas. Aber dass Vengeance gleich Licht ist, das hätte ich niemals gedacht. Ja, die multiple Persönlichkeitsstörung hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Aber wenn man bedenkt oder betrachtet, was eine multiple Persönlichkeit ist und wie sie entsteht, ist das gar nicht so verwunderlich. Eine multiple Persönlichkeit entwickelt sich, wenn man in seiner Kindheit ein Trauma erlitten hat. Und im Fall von Licht wurde halt seine komplette Familie ermordet. Und so ist halt der Charakter Licht entstanden. Die gute Seite von Licht ist schon früher in seiner Kindheit entstanden. Oder im erwachsenen Alter, im Jugendalter, keine Ahnung, wie man es nennen mag. Früher hat ja Licht danach gestrebt, in Einklang mit dem Menschen zu leben. Und so ist halt der Charakter Vengeance entstanden. Und nach der Tötung seiner Familie ist der Charakter Licht entstanden. Und hier haben wir einfach die beiden Persönlichkeiten. Die eine, die Menschen liebt und die eine, die Menschen hasst. König der Magier vs. Licht. Ich bin so hyped auf diesen Kampf. Die haben jetzt nur den Anfang gezeigt. Der war schon richtig geil. Der König der Magier ist so ein unfairer Kämpfer. Der kann einfach in die Zukunft sehen. Jeder Gegner, der vor dem König der Magier steht, der ist einfach so hart im Nachteil. So, das ist schon fast unfair. Der Gegner müsste schneller als der König der Magier in die Zukunft sehen kann sein, um ihn anzugreifen. Und wie schon Licht gesagt hat, Lichtmagie ist das einzige, was wirklich gegen den König der Magier funktionieren könnte. Und trotzdem, Licht hat keine Chance. Und das ist schon meine Voraussicht für den Kampf. Licht hat keine Chance gegen den König der Magier, like at all. Also von allem, was wir bis jetzt von Licht gesehen haben, auch schon früher vor dem Veto-Arc, also immer wenn wir Lichtkämpfe gesehen haben, wenn wir diese ganzen Fähigkeiten betrachten, kann Licht damit nicht gewinnen. Er müsste schon mit irgendetwas Neuem kommen, irgendeiner neuen Form oder so. Aber mit Lichts jetziger Stärke hat er keine einzige Chance gegen den König der Magier. Wenn wir einfach nur Basic Power Scaling betrachten, hat Licht schon früher gestatet, dass Veto und Laia und diese eine Frau stärker als er sind. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass ein König der Magier kein Veto besiegen kann, kein Laia besiegen kann, wenn Meriolona Laia auseinander nimmt und Laia stärker als Licht ist und der König der Magier stärker als Meriolona logischerweise auch ist. Licht hat auf jeden Fall, wie es jetzt aussieht, gar keine Chance. Weil der König der Magier steht ganz oben. Und ich bin auch fest überzeugt, dass der König Magier stärker als Meriolona ist. Und wenn Meriolona Laia besiegen kann und Laia Licht, das ist einfach Basic Power Scaling, dann hat Licht mit seiner jetzigen Stärke keine Chance gegen den König der Magier. Jo, das war's mit dem Video. Wie fandet ihr die Black Clover Folge? Schreibt es auf YouTube in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und schaltet die Glocke ein. Ciao, ne?